Morgen. Ihr habt mich gefragt, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt alleine bin und mit zwei Magneten das nicht schaffe, meine eigenen Nägel zu machen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Ich habe jetzt fürs Fest ganz kurze Nägel und rot. In 2 Tagen habe ich sie wieder so lang oder 3 Tagen. Ich weiß noch nicht, wann ich mir die Zeit nehme, aber mit so kurzen Nägeln ist für mich ganz, ganz schrecklich. So. Dann werde ich mal gucken, welche Farbe wir nehmen. Eigentlich ist es egal, aber ich möchte einen kleinen Effekt haben. Wir machen das jetzt einfach mal miteinander. Ich habe es bei mir noch nicht ausprobiert. Auch einen Probetipp natürlich. Aber ich möchte euch das ja wirklich zeigen, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Ich würde jetzt diesen starken Magneten hier nicht nehmen, sondern wirklich lieber die Kugel. Und da kommt es drauf an, ob ihr dann so haltet oder so oder schräg. Wir probieren es aus miteinander. Stelle ich euch mal ein scharfes Bild ein. Da muss ich nicht ständig in die Kamera gucken. Ich möchte einen feinen, runden Effekt von der Seite haben. Gucken wir einfach mal, ob das funktioniert, was ich euch da erzähle. Oh, das ist schön. Das ist doch cool. Ja, das ist cool. Weil wenn man so, egal wo man ist, so die Hand bewegt, man hat ständig dieses riesen Gebilde, das sich bewegt. Dann gehe ich immer weiter weg. Ja, das gefällt mir. Das sieht süß aus. Also, ich glaube, ich könnte heute den ganzen Tag nur spielen mit dem Magneten. Bam. Das gefällt mir richtig gut. Aber das wäre mir jetzt zu wild auf meine kurzen Fingernägel. Aber ihr seht ja, was das für einen Effekt gibt. Wenn ihr aber sagt, ach nö, ich will jetzt doch nicht so ein wildes Ding, ich möchte doch lieber nur einen Streifen, na, dann nehmt ihr halt den Streifenmacher und schon habt ihr einen Streifen. Könnt den Streifen auch sauberer machen, klar. Haltet ihr einfach etwas länger und durch das Schräge ist es unten schmal und nach oben hin etwas breiter. Na? Also, ihr seht, es ist keine Hexerei, auch auf dem eigenen Nagel sich Galaxy-Effekte zu machen. So, ich möchte noch was ausprobieren. Das habe ich vorher noch nicht gemacht. Dann probiere ich es jetzt einfach mit euch aus, ob es funktioniert. Keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal. Ich bin ja meistens so ein Experimentierbär. Einfach wissen will, wie sieht das denn aus, wenn man 3 Farben untereinander macht? Na, man sollte die Flaschen noch treffen. Ich zeige euch extra die Labels nicht, weil es kein Verkaufsvideo ist. So, und dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert oder ob das ein Fail war. Das sieht so ein bisschen wie ein Kroko aus. Krokofant. Wie? Also der Effekt stelle ich mir jetzt vor, wenn ich eine Farbe hier drunter habe, wie wenn ich jetzt zum Beispiel rot habe oder noch Glitzer, dann kommt der Part hier glitzerig und rot raus. Dann sieht es bestimmt toll aus. So. Drei Farben. Man könnte natürlich jetzt, wenn man dann sagt, also so,
ist es okay, aber es wird mich nicht umhauen. Und das sind so Sachen, die ich dann eben ausprobiere. Muss nur gucken, dass ich in der Zeit bleibe. Sonst schimpft er wieder, dass ich so lang mache. Dann mache ich eben einfach. Ups. Ich wollte nicht aus dem Bild. Dann lasse ich das mal kurz anhärten. So geht. Wenn man dann einfach sagt, so, okay, ich hätte gerne drei Farben, drunter ein Glitzer zum Beispiel. Dann macht man das einfach so. Dann härtet man es zwischendrin an. Und so sitze ich oft da und denke mir, was kann man denn jetzt alles noch anstellen? Was gefällt mir? Und auch meine Kunden bevorzugen nicht immer die klassischen Nailart-Geschichten. Und die sagen dann auch oft, oh Mensch, hast du was Neues? Ich brauche mal wieder was Neues. Dann sage ich, ja klar, habe ich was Neues. Wenn mir das jetzt nicht gefällt, dann schiebe ich es einfach nochmal von unten dagegen. Ich kann auch einen Streifen machen für die Leute, die lieber gern die Streifen sehen würden. Der war jetzt nichts, sonst schiebe ich den einfach noch ein bisschen höher. Ja, den kann man schon erkennen, aber der wäre mir jetzt zu leicht vom Look. Nachdem die anderen ja schon angehärtet sind, gehe ich einfach etwas spielerischer drüber und habe jetzt den Flieder von hier nach da. Der ist halt sehr flüssig, also der Fliederton ist jetzt nicht so meine erste Wahl, weil der einfach zu dünnflüssig produziert wurde. Ja, und das macht ja nichts. Man kann ja vorführen und zeigen, guck mal, der sieht jetzt so und so aus und der sieht so und so aus. Und dann mache ich dann einfach noch mal eine zweite Schicht drüber. Ja, und jetzt gefällt es mir. Deswegen einfach nur ausprobieren. Na, guck mal. Das kann sich sehen lassen, oder? Also, jetzt wisst ihr ja, ein einziger Magnet reicht. Ihr könnt einfach mal ausprobieren, was ihr so zustande bringt. Und dann. Vielleicht bekomme ich ja mal ein oder zwei Fotos von euch. Ja, und dann sehen wir uns nach den Feiertagen. Ich wünsche euch und euren Lieben ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bis dann.